Yo, wunderschönen guten Tag, meine schönen Fritzack. Ronny ist hier am Start. Ich bin, ja, hier wieder auf Skin Club unterwegs. Eigentlich wollte ich gerade was sagen, das erzähle ich aber ein bisschen später. Wir werden heute wieder ein paar Kisten aufmachen. You Party ist hier immer noch am Start. Ich habe hier auch Level 1 von 5 erreicht. Bedeutet, ich kann jetzt hier 5 Dollar Balance einsammeln. Hat auch jemand von euch in die Kommentare geschrieben. Ein bisschen brauche ich noch, dann kriege ich das nächste Level. Und da gucken wir auch mal, was im nächsten Level direkt drin ist. Steigert sich hoffentlich. Also wir werden, denke ich, auf jeden Fall mehr als 5 Dollar bekommen. Gambling ist natürlich ab 18. Und auch nur mit Kohle, die ihr übrig habt, benutzt kein Geld, was ihr irgendwie anderweitig gebraucht. Kauft euch da lieber einen Döner von oder wie auch immer. Von den fetten Wins, die ich die letzte Zeit hatte, habe ich mir ein neues Mikro geholt. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt einen Unterschied hört. Ob ihr das besser findet oder schlechter findet. Ich werde auch gleich noch ein bisschen was zum Mikrofon erzählen. Ich werde da vielleicht auch nochmal ein genaues Video drüber machen, wenn euch das interessiert. Mit Tests und Vergleich vom alten zum neuen und welche Headsets sind die besten und so weiter und so weiter. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Diamond Award Kiste auf. Haben hier einen sexy Beat. Das ist schon ein Viertel von unserem Guthaben, deswegen hoffe ich natürlich, dass hier ordentlich was kommt. Oh Gott, nein, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ah, 20 Dollar. Okay, 20 Dollar bei einer 25 Dollar Case ist noch in Ordnung. Wird heute tatsächlich noch weiter YouTube Cases aufmachen, um einfach mal zu gucken mit dem Level und so weiter. Zum Mikro, genau. Das ist so ein Shure. Das alte war Rode NT1A, hatte ich glaube ich im letzten Video schon erzählt. Hype Case machen wir parallel dazu ein bisschen auf. Der Unterschied bei dem alten Video war, bei dem alten Mikrofon war, dass es ein Großmembran war. Bedeutet, alles im Raum wurde extrem irgendwie aufgezeichnet. Ach komm, einmal Messer. Na ey. Ah, trotzdem 33 Dollar bei einer 6 Dollar Case. Knallt natürlich trotzdem extrem rein. Dass es ein Großmembran war, bedeutet, dass der Ventilator im Hintergrund extrem aufgenommen wurde. Dass die Klimaanlage, jetzt kommt der Sommer wieder, ich wohne im Dachboden, deswegen auf jeden Fall Klimaanlage am Start. Ah, okay, da wollen wir nicht über das Messer wetten. Nachdenken, dass die Klimaanlage wäre auch extrem aufgenommen worden. Das neue ist qualitativ ungefähr gleich, weil der Raum relativ schallgut abgedichtet ist. Deswegen war auch das Großmembran relativ knackig und richtig schön satt im Sound. Und hatte da auch kein Echo drin. Das wäre eigentlich mit dem Rode so gewesen, wenn ihr in einem großen Zimmer seid, ohne viel Möbel drin, ohne viel Schaummatten drin, ohne viel Akustikzeug drin und so weiter, ist das Rode NT1A auf jeden Fall nicht so schön satt, wie ihr es jetzt zum Beispiel hört. Ne? Wie gesagt, das war beim Rode bei mir auch so, weil ich hier einfach alles schön abgeschirmt habe. Hier ist schön vollgestellt, hier sind teilweise Matten und so weiter an der Wand. Deswegen ging das auch mit dem Rode und vielleicht hört ihr auch gar keinen Unterschied. Wenn ihr übers Handy hört, hört ihr sowieso keinen Unterschied, da braucht ihr auf jeden Fall gute Kopfhörer. Die Kiste ist es. Die Kiste ist es einfach. Genau, und jetzt habe ich mir eben eine Schuhe geholt. Das ist kein Großmembran mehr. Bedeutet, nimmt nicht mehr. Desto weiter man weg ist, desto leiser wird man auch. Also wirklich viel, viel leiser wird man. Deswegen, und ich bin hier super nah dran. Deswegen hoffe ich auch, dass man die Klimaanlage in Zukunft nicht so arg hören wird. Für Videos ist es egal, die 10 Minuten oder 20 oder 30 Minuten kann ich die Klimaanlage mal ausmachen, wenn das Zimmer hier schon runtergekühlt ist. Aber ich habe vielleicht auch vor, in Zukunft mal zu streamen. Und Stream im Hintergrund mit der Klimaanlage ist natürlich dann so ein Ding, ne? Habe ich ja auch keinen Bock, dass ihr da die ganze Zeit die Klimaanlage hört und die ganze Zeit und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr könnt trotzdem mal bitte. Oh, komm, Mann, einmal Knife aus so einer Case. Aber auch 20 Dollar, shit! Geil! Genau, viele von meinen Kumpels haben jetzt gesagt, dass das neue Mikrofon besser ist. Viele haben auch gesagt, die fanden das alte irgendwie ein bisschen mehr voluminöser, ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, einfach ein bisschen besser. Ich bin mal gespannt, schreibt es immer unten in die Kommentare, ob ihr jetzt ohne Vergleich überhaupt einen Unterschied hört. Ganz, ganz ehrlich, wäre es euch aufgefallen, hätte ich es nicht erwähnt, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre es keinem einzigen aufgefallen, hätte ich es nicht erwähnt. Wir können uns hier gar nicht mehr aufregen, auch wenn wir hier Minus machen. Kackegal, wir haben hier so viel Plus gemacht in der Case. Aber ja, ich glaube, ich werde das nächste Video oder das übernächste Video, das nächste Skin Club Video, werde ich auf jeden Fall mal einen Mikrofonvergleich machen, 1:1. Ich habe jetzt auch 2 Kabel gekauft, heißt, ich kann auch gleichzeitig aufnehmen. Dann kann ich mal hin und her swappen und dann mal schauen, ob ihr überhaupt einen Unterschied merkt. Gut, das war das Mikrothema. Bisschen viel um den heißen Brei geredet, aber ja. Für diejenigen, die da vielleicht gar keine Ahnung haben, können sich jetzt ein bisschen vorstellen, warum ich das gewechselt habe. Oh! Und wieder Plus, Alter. Die Kiste läuft einfach. Können wir mal schnell kaufen? Ah, okay, das war nix. Wir gönnen uns wieder die volle Schiene. 2 Kisten haben wir noch. Danach können wir mal... Upgrades mache ich diesmal nicht. Das ging ja letztes Mal absolut in die Hose.
Upgrades auf keinen Fall. Das geht bei mir immer in die Hose und ich bin immer auf Null, deswegen lassen wir das. Wir werden gleich mal gucken, was wir noch mit den Points machen können. Vielleicht haben wir auch schon wieder ein Level geschafft und können uns noch ein bisschen Premium-Ding abholen. Oh, so ein Typi, der ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube, die sind relativ teuer geworden. Nee, doch nicht. Das war absolut nix. Oh, wir sind Level... Ach, komm. So knapp davor. Oh, das gibt's doch nicht. Wie viele Punkte haben wir? 343. Wir können uns $20 Guthaben schon holen. Das sparen wir aber, denke ich, ein bisschen auf. Wir gucken jetzt mal, wie viel Plus wir hier gemacht haben. Oh, das ist ordentlich Plus. Das ist... Guck mal, alleine hier haben wir schon unser Guthaben. 99. Hier, zack, haben wir schon Plus. Das ist ordentlich gut gelaufen mit der Case. $50 plus gemacht. Kann man sich nicht beschweren. Eigentlich soll ich keine Trade-Ups machen, aber das ist ja alleine schon plus. Wir machen hier ein $20 Trade-Up. Ganz gediegen. Wir gehen jetzt einfach auf Seite 15 und nehmen... gehen auf Seite 12 und nehmen Rustcode. Ja, wir versuchen es einfach. Links oder rechts. Ich bin jetzt irgendwie, dass es am Ende landet. Wir versuchen es mit einer 30% Chance. Ich bin gespannt und das sieht absolut kacke aus schon wieder. Shit. Gut. Egal, wir haben trotzdem Brust gemacht. Kommt mein neues Mikro mal testen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, ihr findet es ganz in Ordnung, meine Freunde. Und in diesem Sinne, haut rein und bis weiter.